Liebe Community und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Elimania Reloaded. Ihr Lieben, der zweite Teil ist Geschichte. Ihr habt ihn gehört, das Feedback war super. Ich habe mich sehr darüber gefreut und mein Team auch. Und wir sind jetzt schon an Teil 3. Also arbeiten schon. Das Drehbuch ist schon fertig und wurde an die Sprecher rausgeschickt. Fehlt im Prinzip jetzt nur noch die Gastsprecherausschreibung. Beziehungsweise wir suchen dafür jetzt noch zwei verschiedene Rollen. Wir brauchen einmal Vanessa Van Cleef oder Van Cleef. Das heißt, wir brauchen eine nette, junge Dame, die diesem Charakter ihre Stimme leiht. Das sind so 3, 4, 5 Sätze ungefähr. Und dann suchen wir was ganz Wichtiges, nämlich wir brauchen einen Chor für Gnome in die Kanone. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Es ist ja der dritte Teil. Es sind die Deadmines. Ihr seid ja nicht doof. Habe ich recht? Und wir brauchen einen Chor. Und ich habe das gestern schon auf meinem Blog ausgeschrieben, die ganze Sache. Problem ist, die Leute haben mir Sprachfiles geschickt. Also Gnome in die Kanone. Das nützt mir nichts, weil ich brauche einen Chor. Und das soll dann ungefähr so klingen. Gnome in die Kanone. Gnome in die Kanone. Also fast wie ein Fußballer-Anfeuerungsruf, könnte man so nennen. Wenn ihr darauf Lust habt, ich brauche mindestens 3 Leute, damit es einigermaßen klingt. Gerne auch mehr. Also wenn ihr Lust habt, nehmt das einfach mal auf bei euch zu Hause mit eurem besten Mikro und schickt es an mich, an stevino@justnetwork.eu. Und dann haben wir quasi, hätten wir, wenn sich auch noch Vanessa Van Cleef meldet, hätten wir alle Sprecher für den kommenden Teil vollzählig. Im Prinzip war es das schon, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr euch wieder zahlreich beteiligt. Ich hoffe, dass ihr ganz oft den zweiten Teil euch noch anschaut auf YouTube. Den gibt es mittlerweile übrigens auch schon auf Spotify. Könnt ihr, da gibt es eine Playlist, eine eigene Elimania Reloaded Playlist. Könnt ihr euch auch da anhören. Und ansonsten wünsche ich mir, dass ihr große Vorfreude empfindet für Elimania Reloaded Teil 3. Der Teil wird die Bruderschaft der Roten Socke heißen. Wird sehr lustig. Wir haben auch wieder coole Sprecher. Wir haben auch wieder eine große Überraschung in Sachen Sprechern. Das könnte ganz witzig werden. Und ich freue mich darauf. Ihr hoffentlich auch. Release kann man schlecht sagen. Wir haben jetzt Ende Juli. Das heißt, ja, immer so 3 bis 4 Wochen brauchen wir ungefähr. Aber ich finde, dass es eine blöde Idee ist, kurz vorm Release von The War Within diese Sendung zu machen. Von daher werden wir eventuell, in Klammern wahrscheinlich, am 26. August releasen. Zusammen mit The War Within. Das wird doch eine coole Sendung. Dann mit Elimania-Premiere und dem neuen WoW-Addon. Ist zufällig auch noch mein Geburtstag. Von daher passt das ja wie Arsch auf Eimer. Also wahrscheinlich der neue Teil am 26. August. Danke fürs Reinschauen. Und jetzt ans Mikro, ihr Lieben. Helft dem alten Krömer. Bis dann. Macht's gut.